So, bei mir ist jetzt der Nicolas Ovčarek, der sozusagen weibliche Hauptdarsteller in Der Pass. Eine ganz, ganz spannende Rolle. Gedeon Winter. Ich sage jetzt nicht unbedingt der sympathischste Kommissar, aber einer mit sehr vielen Ecken und Kanten. Macht es das besonders spannend? Das macht es immer spannender, weil, wie gesagt, wenn wir uns jetzt treffen würden und Sie würden mich fragen, wie es mir geht, und ich würde sagen, gut, und dann würde ich sagen, und Ihnen, und Sie würden sagen, gut, würde unser Gespräch relativ schnell enden, weil es uns beiden gut geht. Es bringt halt immer mehr, auch dem Zuseher, wenn nicht alles sympathisch ist, weil es gibt nichts Faderes. Wie viel vom Nicolas Ovčarek steckt in der Rolle im Gedeon Winter? Gibt es Parallelen oder gar nichts? Naja, es geht ja nicht immer nur darum, Parallelen zu finden. Es geht ja bei meinem Beruf vor allem um Vorstellungskraft. Wir schauen uns sehr ähnlich. Also ich glaube, Gedeon Winter und ich bin ein bisschen gepflegter als er und achte ein wenig mehr auf mich. Trinke auch nicht so viel, ich nehme auch keine Drogen. Also es gibt da schon ein paar Unterschiede. Und Gedeon Winter ist ein eher relativ abgehalfterter, visionsloser, müder Mann, der keine großen Ziele mehr hat. Aber das heißt, in Wahrheit eine Rolle, die einem auch sehr viel Möglichkeit gibt, das zu entfalten und das Publikum zu fesseln durch 8 Teile einer Serie. Ja, weil es halt kein einfacher Mensch ist, den man da spielen darf. Und das macht immer sehr viel Spaß. Wir haben schon heute gehört, die Kinetten, in der ich schlafe, die Wahrheit ist so weiß wie Schnee. Die Finsternis, es gibt einige Ambros-Songs im Soundtrack. Und wir wollten eigentlich alle wissen, selbst ein Austropop-Fan? Ja, im Nachhinein. Ich bin ja nicht in Österreich aufgewachsen. Also ich bin teilweise in Graz 4 Jahre. Aber ich bin vor allem in der Schweiz aufgewachsen. Zur Zeit der neuen deutschen Welle, die mich etwas verstört hat. Ich bin so mit 15 nach Wien gekommen und da plötzlich, jeder hat Ambros gehört. Und jetzt im Zuge der Dreharbeiten wieder mich sehr mit Ambros beschäftigt. Also ein Spätzünder. Zum Schluss. Welche Möglichkeiten gibt es, wenn man eine Serie produziert auf einem Paysender wie Sky? Sind da die Möglichkeiten andere als im Öffentlich-Rechtlichen? Hat man mehr Freiheiten oder was ist das Besondere an der Produktion gewesen? Ja, die Paysender riskieren mehr. Der öffentlich-rechtliche Sender ist mehr daran interessiert, es sehr breit zu streuen, Kompromisse zu machen, damit man niemanden verschreckt, verstört. Und die Paysender riskieren einfach mehr, auch was die Dramaturgie, was die Besetzung anbelangt, was die Geschichten anbelangt. Spannender, würde ich mal sagen, innovativer sogar als das Kino. Nicolas Ovčarek, vielen lieben Dank für den Besuch und alles Gute für die heutige Premiere. Danke dir. Ciao. Danke.